herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder einen Haul für euch. Wir waren nämlich wieder einkaufen gewesen und waren auch im Müller. Da habe ich mich sehr gefreut und zeige euch einmal schnell, was wir im Müller gekauft haben. Kleinen Moment. Und zwar, einmal Febreze, kahle Nuss, Apfel, Frische fürs Auto. Riecht man nicht viel. Genau. Also Aprilfrisch, nicht Apfel. Aprilfrisch. Dann haben sie wieder einen Jumper gebraucht und das hat mir vom Aussehen her gefallen, Grillskur. Mit flüssigem Keratin, Sommerrepair, mit Mono-I-Blütenextrakt durch Sommereinflüsse geschädigtes Haar. Mal schauen, ob das gut ist. Dann als zweite habe ich mir zwei Masken geholt. Einmal eine Erdbeer-Peeling-Maske. Diese hier. Mal schauen, ob die gut ist. Genau. Und mit Aktivkohle, diese Maske entfernt Unreinheiten, verfeinert die Poren. Mal schauen, ob es gut ist. Und dann, weil meine eine Creme jetzt leer gegangen ist, habe ich gedacht, hole ich mir eine neue, und zwar diesmal diese. Ich hoffe, die ist genauso gut wie die andere da von Hydro Boost oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber die war sehr gut gewesen. Sie hat das getan, was man von einer Creme wollte, also zumindest was drauf stand. Und ja, dann von Trackle Moon. Mal gucken, was drin ist. Ja, steht nicht genau da. Ah, Wassermelone. Mal schauen. Riecht auf jeden Fall schon da sehr nach Wassermelone. Und dann ist eben das, worüber ich mich eben gefreut habe. Die hatten zum ersten Mal Bilou-Schäume dort gehabt. Also von Bilou was. Und sonst hatten sie nie was gehabt. Das scheint neu zu sein. Einmal da dieses Tasty Donut. Das riecht extrem süß. Ja, mal schauen, ob das was ist. Und eben dieses hier. Da rieche ich jetzt gar nichts. Ja, mal schauen, ob sie gut sind. Und ja, kann ich ja endlich mal testen. Dann, was haben wir im Mikro gekauft? Eben neue Bürsten, solche zum Abwaschen. Und Edelstahl, also hier steht Seifenstahl für den Herd, wie man sieht. Und wir finden die extrem gut, sind auch relativ lang haltbar und machen den Herd super sauber. Genau, dann geht es jetzt weiter mit Lidl. Und da haben wir das Wochenende einen Zopf geholt. Also einen Zopf, dann, ich glaube, das sind Nektar, nein, Pfirsiche. Ja, ich glaube, Pfirsiche sind das. Dann wollen wir die Woche Crepes machen. Dann haben wir das geholt. Dann geht es weiter mit zweimal Mozzarella. Dann einmal Käse, roter Teufel. Ja,
mal schauen. Dann für den Schweinsgeschnetzeltes. Dann hat sich morgen, also mein Mann hat sich das Tiramisu ausgesucht. Ist nicht so meins. Irgendwo noch, weil da Kaffee drin ist und ich bin kein Kaffee-Fan. Dann Creme Fraiche. Wollen unter der Woche am Abend dann mal ein bisschen Gemüse vorbereiten und dazu eben einen Dip dazu machen und das dann essen. Und Quark passend dazu dann. Die zweite. Nochmal, Quark haben wir schon mal zweimal. Dann Käse. Dann so ein Landjäger. Dann einmal Bratwürste. Die sind mit Käse und Brokkoli gefüllt. Keine Ahnung, ob es gut ist. Werden wir testen. Dann einmal Geflügelaufschnitt. Diesen. Also sind zwei verschiedene. Und einmal Geflügel, Fleisch, Käse. Einmal noch Karotten. Und drei Orangensafte, Säfte. Die wollen wir eben da zu diesem Smoothie dort machen, was wir gekauft haben. Da haben wir nämlich vergessen, den Orangensaft zu kaufen und konnten das dementsprechend nicht machen. Jetzt haben wir den und für mich ein Kakao. Genau. Das war jetzt unser Wocheneinkauf. Wahrscheinlich müssen wir noch mal ein bisschen Obst dann holen, dass wir am Abend dann wirklich da haben. Und er müsste eben wegen Joghurt dann mal schauen, da sie den eben leider nicht hatten. Und ja, so sieht's aus. Das war jetzt der Einkauf. Das ist ein bisschen weniger als sonst, aber das ist auch mehr als ausreichend. Und das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann die Tage. Tschüss!